Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von POE mit deutscher Sprachunterstützung. Vor ein paar Wochen gab es das neue Update mit dem neuen Skillbaum. Ich werde euch heute zeigen, dass der Flicker Strike Shadow immer noch funktioniert. Hier sehen wir den Skillbaum rechts oben. Hier haben die nicht viel verändert. Hier wurden nur die Critical Strike Multiplier Nodes verändert. Vorher gab es noch zwei weitere 10% Nodes. Jetzt kommt man wesentlich schneller an die höheren, beziehungsweise an den höheren, der von 30 auf 25% herabgesetzt wurde. Aber somit spart man sich eigentlich zwei Punkte. Hier unten haben wir dasselbe. Hier waren auch vorher zwei weitere. Hier wurden auch 5% weggenommen und hier meiner Meinung nach auch. Den großen hier hinten haben sie nicht verändert. Und das heißt, wir haben nun eine Einsparnis von vielleicht 40%, aber das macht es auch nicht schlimm. Im Endeffekt kann man sagen, dass man dadurch, dass man etwas weniger oder dezenter Multiplier skillt, man nicht so schnell wegen Reflex stirbt. Nichtsdestotrotz zeige ich euch heute, dass man trotzdem über 400.000 Damage pro Sekunde kommt. Oder auch 500.000, wenn man es noch ein bisschen verändert. Man könnte zum Beispiel hier oben den Punkt wegnehmen. Dann hätte man wieder Lebenspunkte, könnte dann auf Lowlife gehen, nimmt dann hier hinten noch den Punkt und dann würde Blutrage diese 44% Attack Speed on Lowlife dazugeben und dann würde man auch auf 650.000 Damage pro Sekunde kommen. Da man das aber nicht benötigt, finde ich das eigentlich nicht unbedingt angebracht, sich da jetzt irgendwie noch mit einer teuren Chevrons-Robe in Unkosten zu stürzen. Die meisten Gegner sind sowieso nach 2-3 Hits weg. Und daher schauen wir mal, was wir hiermit erreichen. Hier sehen wir, dass der Vaals packt. Vorher saß er hier unten an dem Punkt, wurde hier hoch verlegt. Für uns heißt das, dass wir jetzt hier drüber gehen. Vorher sind wir hier unten hergegangen. Man könnte es immer noch machen. Man wäre auf demselben Weg, wenn man hier hinten die Nodes nicht nimmt. Ich habe jetzt ein bisschen umgeskillt. Man sieht das zuvor. Normalerweise wären die Multiplier Nodes noch nicht dran, sondern man würde hier rein skillen und die Schild Nodes nehmen. Da aber hier die beiden Punkte mehr Mana geben und mehr Mana Regeneration und ich sowieso hier unten die Mana Reserved Nodes haben wollte, bin ich direkt hier rüber gegangen, habe mir hier den Weg gespart, habe mir dafür die Multiplier Nodes genommen und bin hier rüber gegangen. Das hier gibt noch Evasionsrating. Ein Grund mehr hier unten den nicht zu nehmen, auch wenn er jetzt noch näher dran sitzt. Man hat dann noch mal ein bisschen 18-15% Ausweichenchance. Und man kommt hier drüber auch noch mal 24% plus 10% All Resistenz, da ja der hier unten jetzt auch wegfällt, weil man nicht hier unten hergeht. Natürlich kommt man jetzt hier unten noch schlecht an den Frenzy Charge und an den Endurance Charge dran. Da müsste man sich das überlegen. Aber so nötig haben wir die auch nicht mehr, weil man jetzt mit einem Vaal-Orb seine Items verändern kann. Dazu kommen wir in einem anderen Video. Ich möchte das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich möchte euch nur jetzt mal zeigen, dass es eigentlich kaum einen Unterschied gibt zu vorher. Ich bin jetzt Level 87, 13 Punkte kommen noch dazu. Die 13 Punkte versetze ich hier wieder rüber, dass ich hier die Schildnotes mitnehme. Hier hinten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Eine kleine Änderung gibt es noch, die haben hier oben 3% Attack Speed draufgetan, den sie hier unten weggenommen haben. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, oh, wir nehmen hier unten die Attack Speed dazu. Oder auch hier die Schild Notes. Aber warum ich das Increased Defense nicht nehme, was hier hinten drauf ist, zeige ich euch gleich in meinem Equipment.
Das Vergiften ist hier hinten drauf geblieben, finde ich eigentlich schade, weil wenn man die Gegner nicht unbedingt nicht one-hittet, das gibt es ja manchmal, dass man ohne Crit dran vorbeihuscht, dann sterben die an dem Gift und ich glaube, dann zählt von dem Skill nicht das Increase Quantity und Rarity. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie einen dahinter setzen können, zum Beispiel das Poison, weil es auch echt zu wenig ist. Ich glaube, es sind 10% oder 15% des gerade gemachten Hits über eine Sekunde oder sowas. Immer noch der Dagger, immer noch Abyss, womit man sich selber zu one-hittet, wenn es einen Effekt gibt. Aber man könnte natürlich dann auch die Krone nehmen. Und zu der Krone nimmt man dann zum Beispiel das Schild, Spell Damage, erhöhte Blockchance gegen Spells. Und hier sieht man zum Beispiel schon mal einen Valorb Add. Vorher waren die 5% Damage gained as Mana when hit nicht da. Jetzt bekomme ich 5% Mana von dem Damage des Gegners. Also wenn der Gegner 100 Damage macht, kriege ich davon 5 Mana pro Schlag. Jetzt zeige ich euch mal, hier in der Stadt habe ich 27.481 Damage. Natürlich mit Add Fire, Melee Full Damage, Physical Damage. Den habe ich noch nicht ganz hoch. Es kommt also noch ein bisschen dazu. Hier fehlen auch noch 4 Level. Das sind dann auch nochmal 8%. Die kommen auch nochmal dazu. Das heißt, wir kommen dann hier auch nochmal ein bisschen höher. Wahrscheinlich so auf die 29.000. Hier unten haben wir dann natürlich Hatred an und Disziplin. Das gibt uns dann nochmal ein bisschen Energieschild. Jetzt haben wir hier unten schon 35.000. Das ist also, wenn wir keine Frenzy Charges drin haben. Na, wo ist er denn da? Haben wir 5,5 mal 35.000. Das sind locker mal 170, 180.000 Damage pro Sekunde. Da sieht man hier unten in City of Zaan, knallt man das alles ganz schön schnell weg. Jetzt habe ich gerade 4 Frenzy. Da muss man natürlich darauf achten, ich habe Onslaught, wenn ich Gegner getötet habe und somit sieht man 9,2. 9,2 mal 35.000, könnt ihr euch ja fast selbst ausrechnen. Sind ungefähr 320.000 Damage. Die Setting an Items ist schnell zu erreichen, eigentlich auch leicht zu erreichen. Man benötigt zwar einen kopierten Dagger, aber wenn man Glück hat oder wenn man straff dabei ist zu farmen, kann man 2-3 Ex am Tag machen mit Verkauf von Items. Klar hängt viel von dem Dagger ab. Der hat seine 160 Ex. Kostet der. Also auf jeden Fall einen Mirror. Einige Leute verkaufen den auch. Ich habe hier jetzt mal Grün, Rot, Blau für meine Buffs. Die habe ich eigentlich immer so an und deswegen passen die auch da rein. Wer Disziplin nicht nehmen möchte, weil er einen Live-Build machen möchte, der kann da dann erhöhte Resistenzen reinmachen. Ich habe in meinem Handschuh
Melesplash drin, Life Leech und Frenzy Charges, wie man hier sieht, ja. Und hier sieht man jetzt ganz schön mit den, ach, mit den Power Charges habe ich jetzt 41.366 und 9,26. Das heißt, wenn ich mich damit auflade und losflicker, kann ich natürlich einen Boss ganz, ganz schnell erledigen. Und dazu kommt noch eine ganz andere Neuerung. Und zwar, wenn ich jetzt die 3 drücke, habe ich sogar 49.781 für eine kurze Zeit. Sprich für 4,2 Sekunden. Wegen der Flasche, die einem Chaos Damage gibt. 25% des Physical Damage als Chaos Damage. Dazu nochmal 14% des Element Damage als Chaos Damage. Haben wir auch ein bisschen hier drin. Und auch hier drüber haben wir ein bisschen. Und 10% des Chaos Damage ist dann wieder Life Leech. Und somit kommen wir auf unsere 9,26 mal 49.000, also knappe 450.000 Damage. Und wenn man jetzt die anderen Skill Notes und die restlichen Level und Prozente der Steine noch dazu rechnet, dann kommen wir, denke ich mal, schon auf unsere 500.000 Damage. Natürlich nur zeitweise, aber ein permanentes von 350.000 haben wir auf jeden Fall. Somit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und was das hier Schönes ist, zeige ich euch im nächsten Video. Dankeschön.